Hallo, es ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Origins zu Part 94. Und jetzt geht's da weiter, auch wo wir gerade aufgehört haben mit Sinnoh. Und lass uns da drunter. So. Warte mal. Gibt's da irgendwo noch Dings mit Bögen oder was aufzufrischen? Anscheinend nicht, egal. So, reden wir mal. Ah, Moses? Ja? Heute gibt es ganz frische Muscheln. Mein Name ist Bayek. Ich komme von Hakuf. Er braucht deine Hilfe als Jeskas Freundin. Ich bin ganz Ohr. Seit Jeska tot ist, benötigt Hakuf einen treuen Agenten, der die Menschen sicher aus Sephetos Reichweite bringt. Tot? Ihr zwei seid nicht ganz auf dem Laufenden. Jeska lässt sich doch nicht von Sepheto erwischen. Sie ist dem Feuer entkommen. Was? Wo ist sie? Sie ist auf dem Fluss, mit einer Feluke voller Vorräte für die Leute, die sie gerettet hat. Sie hat die gefährliche Route in den Südwesten genommen, vorbei an den Nilpferden, um Sephetos Augen zu entgehen. Was? Wenn du der Küste folgst, findest du sie. So, dann wollen wir mal hier eintragen. So. Okay, dann wollen wir uns mal zu die Geschäfte Küste zwischen den Küsten, Schiffen in den Küsten, Küsten fahren. So. Nein? Okay. Dann wollen wir mal weiter darüber fahren. So. Da war Marie. Sion. Rüber, mein Freund. Los, Bike, beeil dich. Wir müssen schnell hier rüber. Oh Mann. Was sie. So, jetzt reicht's. Zack. Einmal so. Okay, los geht's. Na, warte. Ihr Drecksviecher. So, tschüss. Hey, ja! Renn fort, ihr verfluchten. Verfluchte Wasserschweine! Um mir sie zu vertreiben! Ja. Jetzt machen wir Schluss, ne? Jetzt bleib doch mal hier, Alter. Drecksvieh. Und jetzt stirb. So, perfekt. So. Perfekt. Wollen wir reden? So. Wie nennt man dich? Bayek. Freut mich, Bayek. Ich bin Jeska. Wie bist du hier gelandet? Hab mich verlaufen. Nahm die falsche Strecke. Was ist denn falsch daran, Sephetos Patrouillen auszuweichen? Was weißt du von Sephetu? Hakuf hielt dich für tot. Aber du lebst. Er braucht deine Hilfe. Hilf mir, die Vorräte in mein Dorf zu bringen. Dort sind viele auf mich angewiesen. Danach reden wir. Okay, Dorf und Sephetu. Und hier. Okay. Warte auf mich, Jeska, ich komme. Halt, ich fahr mit. Dann setz ich mich hier schon mal hin. So. Jo. Woher kennst du Hakuf? Ich wurde von einem Mann zu ihm geschickt, dem ich verpflichtet bin. Ich glaube, dass wir gemeinsame Ziele haben. Genau. Tja, er ist ein großer Mann. Obwohl es in Sais von selbsternannten großen Männern wimmelt. Aber Hakuf hat ein gutes Herz. Er kümmert sich um die Stadt und die Menschen. Ja,
Er schützt sie vor Feiglingen wie Sephetu und dem Skarabäus. Ich habe viele Familien aus Sais herausgebracht, um sie zu beschützen, wie die arme Venus und ihren Sohn. Alle, die sich Sephetu widersetzen, lässt er einfach verbrennen. Sephetu, du Schwein. Ich finde es sehr mutig von dir, andere Familien zu beschützen. Wenn du meinst, ich verstecke sie in meinem Dorf, bis wir eine Karawane organisieren können, die sie durch die Wüste bringt. Dafür brauchen wir Proviant und Medizin. Wie hast du überlebt? Sephetus Männer brachten mich zur Festung Nikio, wo sie mich gefoltert haben. Ich habe ihnen ins Gesicht gespuckt. Als sie dachten, sie hätten mich... Bei den Göttern! Sephetu ist hier! Okay, dann wollen wir Sephetu töten gehen erstmal. Mal sehen. So, dann wird es Sephetu. Kleiner Bastard. Da ist hier niemand mehr. Du, Annen, Venus! So. Hä? Oh Mann, echt, ey. War ernst? Ernsthaft gerade? Jetzt komm doch mit, Alte. Ist doch hier ernst gerade, ey. Diese Zone ist tabu. Cool. Hey, was? Ich schlitze dich auf! Ach, da kann man, wenn du so suchen willst, dann seid ihr aber nicht so sicher, Freundchen, zu kommen. Und lass es einfach. Da bist du ja. Ach, dahin bist du. Okay, das hilft du. Da komm mal her. Tot. So, und jetzt. Stirb, Freundchen. Und tot. War da wohl nix? Okay. Das heißt hier ordentlich und richtig gut. Anschleichen, Anna. Da, jo. Mal gucken. Okay. So. Komm her, Freundchen. Und stirb weiter. So. Den habe ich schon mal, den Tipp. Warte, die anderen kriege ich auch noch. So, Freundchen. Und tot. Mal gucken, ob der andere da hinten drin ist. Den will ich mir gerne mit den Luftattentaten anschnippen. Warum machen wir das denn so? Hier klappt nicht. Und hab dich. So. Und noch eine lege ich damit. Okay. Dann wollen wir mal auf die Recht gehen wieder. Und. So, so, da ist sie. Hi. Alles gut? Es ist getan. So viele Leben zu Asche verbrannt. Ist noch jemand übrig? Wir müssen schnell sein. Ja. Es kommen noch mehr. Nicht, dass wir gleich Probleme kriegen hier.
Oh, was war das gerade eben? Hast du das gehört? Ja, da oben. Ja. Ja. Pentu! Oh Götter! Ja, Pentu. Unglaublich, du lebst! Ich lasse dich nicht zurück! Cool. Voll in seinem Sack. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab mal meine Hilfe gar nicht gebraucht, die Frau. Boah, wie die da hängen, Alter, ey, das ist doch nicht normal. Kranke Schweine, Alter. Meine Vettern haben einen Hof in der Nähe. Vielleicht ist der noch sicher. Hilf mir, Pentu dorthin zu bringen. Klar. Natürlich. Ich nehme ihn. Komm hoch, Pentu. Toll, und wo soll ich den jetzt hinschleppen, bitte? Kannst du mir mal das bitte sagen? Wohin jetzt mit ihm? Ich habe keine Ding. Trag Pentu zum Bauernhof. Ja, toll. Wo geht's denn da zum Bauernhof? Achso, ich soll dir folgen. Okay, alles klar. Alte! Dann lauf doch. Okay. Soll ich denn nicht lieber... komm, wisst ihr was? So. Warte. Inventar. Nein. Okay. Hey, warum kann ich das blöde Pferd nicht rufen? Jetzt darf ich ihn doch tragen, oder was? Was ist das für ein Mist gerade jetzt eben? Darf ich ihn tatsächlich zu dem Bauernhof da tragen? Ist nicht euer Ernst gerade? Ey, Leute, wirklich. Egal, dann trage ich ihn eben halt. Ist ja auch nicht mehr so weit entfernt. Alter, dann mach was mit. Ist doch nicht mehr normal sowas. So, jetzt. Hier. Du kannst nicht fliehen. Da doch, ich kann alles locken. Pentu verdankt dir sein Leben. Das war nichts, was du nicht auch getan hättest. Ja. Er verdankt dir sein Leben. Aber das war bestimmt noch nicht alles. Natürlich nicht. Nein. Diese Hunde werden uns sicherlich weiterjagen. Ich rede mit Hakuf. Wir müssen einen Weg finden, Sefetu zu uns herauszulocken genau. Und auszuschalten. Ich kann deine Leute nicht aus der Dua zurückholen, aber ich helfe dir, dein Dorf zu rächen. Jawohl, eigentlich abgeschlossenes Ding. Jetzt hoffentlich bekomme ich dann wieder... Oh! Geil, noch ein kleines bisschen brauche ich. Dann habe ich die Stufe 26 mit erreicht. Geil. Okay, dann wollen wir mal gucken gehen. Was ist hier? Streumeister, na gut. Dann machen wir uns. Kann man. Ja, komm, den brauchen wir dann auch keine. Die nehmen. So. So. Jetzt. So, perfekt. Passt auch und dann auf geht die Post. Gut, dann bin ich jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Euer Naruto 1986. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Wieder einschaltet, gebt Daumen hoch, abonniert meinen Kanal. Das ist nämlich noch von euch. Herzlichen Dank. Also dann, bis gleich. Euer Naruto 1986.